Sie höre das Klirren. Immer wieder. Jede Nacht, sagte sie zu mir. Manchmal schrie sie im Schlaf. Das hat mir ihr Freund erzählt. Silvia Klages schrie und konnte nicht mehr einschlafen. Eineinhalb Jahre lang. Nacht für Nacht. Als sie die Schlafzimmertür im Haus ihrer Eltern öffnete, hörte sie die Stimme ihrer Mutter. Sie rief den Namen von Silvias Vater. Rainer! Sie bildete sich ein, jeden Buchstaben einzeln wahrzunehmen. Und dann hörte sie das Knacken. Es war ein Knacken, betonte sie immer wieder. Kein Krachen, wie es in unseren Protokollen hieß. Immer wenn sie das Wort Knacken aussprach, begann sie zu weinen. Sie musste dann an ein Stück Holz denken, das gespalten wurde. An ein Stück Holz, das jemand über dem Knie zerbrach. 4 Jahre, nachdem sie hatte zusehen müssen, wie ein Einbrecher ihre Eltern wie Viehzeug erschlug, drang ein Mann in ihre Wohnung im Stadtteil Ramersdorf ein, verprügelte ihren Freund und jagte ihn aus dem Haus. Und ich wusste, sie würde den Eindringling dazu bringen, sie zu erschießen, weil sie so einen Albtraum kein zweites Mal durchleben wollte. Ich musste Silvia Klages befreien, unter allen Umständen. Wer tötet, handelt. Von Friedrich Arni. Regie Thomas Leutzbach. Haben Sie eigentlich einen Hund? Der liegt draußen. Schäferhund? Bobtail. Sie haben einen Bobtail als Blindenhund? Mann, der sieht doch selber nichts. Ich wollte ihn nicht. Meine Frau hat darauf bestanden, dass ich einen Hund habe. Und Roderichs Besitzerin war gerade gestorben. Also habe ich ihn genommen. Roderich heißt der? Ja. Und Sie waren Polizist? Ich bin Mordermittler. Schön bei der Wahrheit bleiben. Sie waren Mordermittler. Ihre Augen schauen aus wie echt? Glauben Sie, ich habe 2 Glasaugen? Meine Augen sind echt. Ich sehe halt nichts mehr. Ich knall dich ab, wenn du mich aussetzen willst. Henning, Sie bekommen das Auto und das Geld. Wie verabredet. Blinde Geisel. Kann man nicht meckern. Weißt du, wo dein Vater ist? Hä? Und dein Bruder? Papa ist nicht zu Hause, um die Zeit. Max ist nochmal fortgegangen. Er kriegte einen Anruf und ging weg. Ich weiß, dass beide vorher beim Chinesen waren. Aber Jonas ist gar nicht nach Hause gekommen. Max schon. Und dann ging er nochmal weg. Mama, du hast wieder getrunken. Ich kann trinken, so viel ich will, wenn es mir dann besser geht. Was ist denn? Wieso meldet sich niemand bei mir? Mitten in der Nacht geht dein Vater mit dem Hund spazieren. Och, das war ein Fehler von mir. Ich hätte ihm den Roderich nicht aufdrängen dürfen. Ohne Hund will er zu Hause bleiben. Hoffentlich ist ihm nichts zugestoßen. Dein Vater hasst mich. Ach, das ist Unfug, Mama. Du machst dir zu viele Sorgen. Du hast dich schon immer zu viel um ihn gesorgt. Und ihm ist nie was passiert. Außer, dass er in eine Baugrube gestürzt ist, weil er angeblich eine obdachlose Frau retten wollte und sich dabei den Sehnerv durchtrennt hat. Sonst ist ihm nichts passiert, das stimmt. Ich erkläre Ihnen jetzt, wie es weitergeht. Kiste fährt vor, BMW Z4. Geld liegt drin, 100.000. Ich nehme Sie mit raus und wir hauen ab. Dann müssen Sie eine 2. Geisel mitnehmen. Und wen denn? Roderich. Mein Hund. Er wird mich nicht alleine weggehen lassen. Er wird sich an mich klammern. Oder an Sie. Dann knall ich ihn ab. Sie erschießen keinen Hund, Henning.
Ich habe als Kind Katzen ertränkt und reihenweise Marder erschlagen. Ich knall ihren Hund schon deswegen ab, damit die merken, dass ich keinen Spaß hier mache. Sie knallen meinen Hund nicht ab, Henning. Ich knall ihn ab. Niemals. Ich soll ihren blöden Hund, der genauso blind ist wie sie, nicht abknallen. Wieso nicht? Sie knallen ihn nicht ab. Weil in dem Moment, wo sie die Waffe auf ihn richten, einer der Scharfschützen sie abknallt. Begreifen Sie das, Henning? Er sagt, er ist Henning. Aber in der Gleiswirtschaft, wo wir uns mal zufällig getroffen haben, da hat er einen anderen Namen genannt. Das weiß ich sicher. Aber der fällt mir nicht mehr ein. Die 29-jährige Kindergärtnerin saß im Dienstwagen meiner Kollegin Yvonne Papst, schlotterte trotz der Wolldecke, die wir ihr gegeben hatten, und weigerte sich, ins Krankenhaus gebracht zu werden. Sie sei nicht verletzt und wolle nur still dasitzen und nicht sprechen müssen. Für meinen Chef, der sich neben sie gesetzt hatte, ein unerfüllbarer Wunsch. Bitte, Silvia, denken Sie nach. Mit welchem Namen stellte sich der Mann bei Ihnen in dem Gasthaus vor? Geiselnamen gehören zu den Aufgaben der Mordkommission. Deswegen waren wir in dieser Mittwochnacht vor Ort im Stadtteil Ramersdorf und versuchten, Ruhe zu bewahren. Vor allem in Gegenwart unserer einzigen Zeugin. Hat der Mann in Ihrer Wohnung noch andere Waffen bei sich außer der Pistole? Haben Sie die Frage verstanden, Frau Klages? Ja. Trinken Sie noch einen Schluck Wasser. Silvia schüttelte den Kopf, mehrmals hintereinander. Ihr Oberkörper schwang langsam vor und zurück. Sie drückte ihre rote Lederhandtasche an ihren Bauch und atmete leise keuchend mit halb geöffnetem Mund. Ihr Freund Roland wartet im Hallachinger Krankenhaus auf Sie. Es geht ihm nicht gut. Er hat zwei Zähne verloren und überall im Gesicht schwere Schwellungen. Sie sollten zu ihm gehen. Der Arme. Ich möchte ihn jetzt nicht besuchen. Ich schäme mich so. Ich habe gar keinen Gedanken mehr. Ich bin ganz leer. Warum hat der Herr Vogel das getan? Sie ist doch blind. Das ist doch lebensgefährlich. Warum haben Sie nicht zurückgehalten? Und ich bin schuld, wenn ihm was passiert. Sie sind nicht schuld. Hat der Einbrecher gesagt, was er vorhat? Wurde er zudringlich? Nein, habe ich doch schon gesagt. Ich weiß nicht. Er will das Geld und das Auto und dann... Weiß ich nicht. Auf einmal stand er da, im Dunkeln, mit der Pistole in der Hand. Ich bin zu Tode erschrocken. Ich weiß gar nicht, warum ich noch lebe. Ich bin gestorben vor Schreck. Damals... Gekrümmt, mit den Fäusten vor dem Gesicht, schlug sie mit dem Kopf gegen das Seitenfenster. Ludger streckte schnell den Arm aus und schob seine Hand zwischen Silvias Kopf und die Scheibe, was sie nicht zu bemerken schien. Ihr Kopf kippte weiter gegen seine Hand. Dreimal, viermal. Plötzlich hielt sie inne und sagte... Julius! Der Gleiswirtschaft hat dazu gesagt, als Julius. Nicht Henning. Auch gegenüber meinem Vater am Telefon nannte er sich Henning. Ihr Vater? Sie sind der Sohn vom Herrn Vogel? Das ist ja alles noch mal viel schlimmer als so schon. Was machst du denn hier? Mama ist verschwunden. Was? Na, sie ist weggelaufen. Stimmt das, dass Papa in dem Haus ist? Wer sagt denn sowas? Die Journalisten. Mama hat's gehört und ist weggelaufen. Max, das Einsatzkommando ist da. Du musst zur Lagebesprechung. Grüß dich, Katrin. Hallo, Yvonne. Ich komme. Sofort. Mach. Erstens, Mama ist nach Hause gegangen. Da bin ich sicher. Zweitens, ja, Papa ist da drin. Frag mich bloß nicht, wie es dazu kam. Du musst mir einen großen Gefallen tun. Was? Der Landscher. Hinter dem Rotkreuzwagen. Nicht hinschauen. Der gehört Yvonne. Und da drin sitzt Silvia Klages. Das ist die Frau, die heute Nacht überfallen wurde.
und die der Einbrecher als Geisel genommen hat, bevor... Bevor Papa sie gegen sich selbst ausgetauscht hat. Ja, prima. Wenn die Journalisten das checken, dann könntest du die Frau mitnehmen. Im Auto. Ohne, dass die Reporter was mitkriegen. Du bringst sie zu uns nach Hause, bietest ihr einen Tee an, redest mit ihr. Hm? Ihr Freund, der auch in der Wohnung war, liegt verletzt im Krankenhaus, aber sie will nicht zu ihm. Kann ich dir diese Aufgabe anvertrauen? Ja, und was wird aus Papa? Wir holen ihn da raus, so schnell wie möglich. Ich habe auch eine Bitte. Schick einen Streifenwagen los, sie sollen Mama finden. Sie hat wieder getrunken. Sie ist bestimmt zu Hause, Katrin, glaub mir doch. Bitte, Max. Oh Gott. Ich ging einfach die Ballernstraße in nördlicher Richtung. Dann nach links in die Verinerstraße und dachte nichts weiter als Betrüger und Lügner. Betrüger und Lügner. Unter der Eisenbahnbrücke. Betrüger und Lügner. Betrüger und Lügner. Nein, sagten sie, niemals. So etwas würde ein so erfahrener Kriminalist wie Jonas Vogel niemals tun. Das bilden Sie sich ein, Frau Vogel. Das wäre doch direkt Selbstmord und verstößt gegen sämtliche Regeln polizeilicher Deeskalationsmaßnahmen. Noch dazu, wo er blind ist. Linda, Ex-Kommissar, lässt sich als Geisel austauschen. Da fällt ja dem Roderich das ganze Fell ab, weil er sich so schüttelt vor Lachen. Lea, schon wieder. Mein bester Freund hat einen Dackel gehabt. Ein rauher Dackel. Linda. Uralt, aber ziemlich schlau. Warum trinken Sie aus meiner Flasche? Hä? Woher wollen Sie wissen, dass ich aus Ihrer Flasche trinke? Ich trinke aus meiner Flasche. Sie sind zur Couch geschlichen und haben mein Bier geklaut. Habe ich nicht. Glauben Sie nur, weil ich blind bin, bin ich auch blöd? Das ist mein Bier. Jetzt, aber vorher nicht. Oh, sind die Vorhänge vorgezogen. Was? Die Vorhänge sind alle vorgezogen. Wieso denn? Ist was? Sag schon, los, sag! Es ist gut, wenn niemand reinschauen kann. Das wäre zu riskant für uns beide. Glauben Sie, die schießen durchs Fenster? Das ist schon vorgekommen. Und? Haben Sie den Bösewicht abgeknallt? Ja. Das war eine Lüge. Ich konnte mich an keinen Einsatz bei einer Geiselnahme erinnern, bei dem die Scharfschützen von draußen in ein Haus geschossen hätten. Nicht einmal vom Treppenhaus durch eine geschlossene Wohnungstür. Ich hörte Hennings Schritte auf dem Parkett. Er ging zur Tür. Horchte in den Flur. Ich spüre Bewegung. Das ist nicht so schwer, wie man meint. Man kann es lernen. Bitte setzen Sie sich. Niemand wird jetzt schießen und ins Haus wird auch niemand eindringen. Zuerst müssen die anrufen und hören, wie die Stimmung ist. Stimmung. Stimmung gut. Ja. Wollten Sie sich umbringen nach dem Unfall? Nein. Ich wollte mich nicht umbringen. Aber ich habe sehr viel getrunken. Oh. Wenn ich auf die Toilette musste, bin ich ständig gegen Wände gerannt. Mit voller Wucht. Gibt mordsblaue Flecken. Ich war übersät von mordsblauen Flecken. Aber dann habe ich aufgehört zu saufen. Und angefangen zu trainieren, Mobilitätstraining. Wie höre ich, wann eine Wand zu Ende ist, wann eine Treppe kommt, solche Sachen. Ist doch ein Scheißleben. Es ist ein Leben. Ja, was soll das für ein Leben sein, wenn man nichts sieht? Also da wäre ich lieber tot. Das glaube ich nicht. Darauf kannst du deine blauen Augen verwetten. Wenn er jetzt anfing, mich zu duzen, wollte ich ihn nicht korrigieren. Ich musste herausfinden, was er mit seiner Aktion wirklich bezweckte. Zwar war ich in der Gewalt eines bewaffneten Mannes, dennoch hielt ich ihn nicht für einen Verbrecher, der ein klares kriminelles Ziel verfolgte. Etwas trieb ihn um. Etwas wühlte ihn auf, das möglicherweise nur am Rand mit dem Einbruch und der Bewohnerin Silvia Klages zu tun hatte. Da war ich mir sicher. Andernfalls hätte er sie nicht gehen lassen, sondern uns beide als Geiseln genommen. Meine Augen brauche ich noch. Wozu denn? Zum Sehen. Wie
Zum Sehen aufstehen! Aufstehen, los, Mascha! Ich will sitzen bleiben! Steh sofort auf oder ich hau dir eine rein! Hast du gesehen, wie der Stecher von der Silvia ausgesehen hat? Lustig hat er nicht ausgesehen! Ich hab ihn nicht gesehen, ich bin blind! Ach ja, blind? Blind. Ich brauche meine Augen für meine Träume! In deinen Träumen kannst du also was sehen, oder was? Meistens. Dein bester Freund da. Aus der Schule. Der den Rauhaardackel hatte. Linda. Wie hieß der Freund? Hast du noch Kontakt zu ihm? Geht dich das was an? Ist sein Name ein Geheimnis? Lebt er noch? Du sollst still sein. Wenn du noch ein Wort sagst, dann knall ich dich ab. Ist mir scheißegal, ob du blind bist. Möchten Sie noch einen Schoppen, gnädige Frau? Ich bin nicht gnädig. Eher gnadenlos. Ach was, glaube ich nicht. Ach, sind Sie gläubig? Naja, Sie nicht. Um mein Seelenheil kümmere ich mich schon selber. Noch einen Feldliner, bitte. Sehr gern. Noch einen grünen Feldliner, bitte. Ich war dabei, unsichtbar zu werden. In dieser Nacht im Torbräu. Mitten in der Stadt. Gnädige Frau. Da war es soweit. Ich würde nicht wieder zurückkehren zu den Leuten, die mich seit jeher mit ihrem Schatten bewarfen. Die mit schwarzen Schneebällen. Zwei Polizisten kamen ins Lokal. Ich duckte mich. Und sie beachteten mich nicht. So. Und jetzt will ich das Geld und die Kiste und dann ab. Du bleibst sitzen, ja. Los, sag die Nummer. Beeilung. 0160. 45 65 65 733 733. Hoffen wir, dass nicht der Falsche dran ist. Hallo? Ja, wo ist das Geld und der BMW? Ich bin der Einsatzleiter. Mein Name ist Ludger Endres. Ich möchte mit meinen Kollegen sprechen. Ex-Kollege. Ihm geht's gut, wir trinken Bier und unterhalten uns über wichtige Dinge. Wo bleibt mein Auto? Ich möchte mit meinem Kollegen sprechen. Später. Schaff das Geld und die Kiste her, sonst stirbt gleich einer. Um 2:30 in der Nacht kann ich keine 100.000 Euro auftreiben. Verstehen Sie das nicht? Dann stell schon mal die Kiste vor die Tür. In einer Stunde ist sie da, sonst kommt Stress auf und das ist ein Fakt. Gute Nacht. Ja. Sture Bande, deine Ex-Kollegen. Ich brauche dringend neue Schuhe. Und ein gewisser Zwirn wäre auch nicht verkehrt für die besonderen Anlässe. Welche Anlässe? Hochzeiten, Beerdigungen, das Übliche. Hast du eine Freundin? Im Moment sitze ich hier und warte auf meinen BMW. Wie alt bist du, Henning? Geht dich das was an? Wie alt bist du denn? 55. Schaust auch keinen Tag jünger aus. Und dein Freund mit dem Dackel? Wie alt ist der? Genauso alt, aber der lebt nicht mehr. Halt die Klappe! Ist mir recht, bin sowieso eher maulfaul heute. Heute ist schon vorbei. Die Kollegen behaupteten, ich sei fähig, Stimmen zu sezieren wie ein Chirurg einen Leichnam. Und es stimmt. Ich bilde mir ein, den Wechsel von Tonlagen und das Raunen einer Lüge im Hintergrund einer Aussage wahrzunehmen. Dein Freund mit dem Dackel ist keines natürlichen Todes gestorben. Was? Was ist? Wurde er ermordet? Weit daneben, Kommissar Schlaubauch. Er hat sich das Leben genommen. Dein Freund, der einen Dackel namens Linda hatte, wir gingen Selbstmord. Du vollblöder Vollgänger! Du! Lass mich los! Was macht ihr?
Ich hab dir gesagt, sei still, ja? Du sollst still sein! Fluch! Selber schuld! Ich wollte nicht zuschlagen! Ich bin kein Schläger! Ich wollte mit Silvi reden, bloß so! Ich bring euch alle um! So viele Gitarren. Sie sind eine professionelle Musikerin? Ja, ich will eine werden. Ich arbeite noch in der Schreinerei. Ach, ich muss mit den Kleinen im Kindergarten singen. Das fällt mir schwer. Ich bin ganz unmusikalisch. Niemand ist ganz unmusikalisch. Man muss sich nur trauen. Sich trauen ist das Schwerste überhaupt. Wollen wir uns nicht duzen? Ich bin die Silvi. Darf ich dich was fragen, Silvi? Wie ist denn der Einbrecher überhaupt in deine Wohnung reingekommen? Ich meine, hat er ein Fenster eingeschlagen oder? Ich bin so dumm. Ich habe vergessen, das Fenster zum Garten zuzumachen. Ich habe mich so gefreut auf Roland, weil wir diesmal. Ich vergesse das Fenster. Ich war so aufgeregt wegen Roland. Er war so geduldig die ganze Zeit. Ich habe doch niemanden in meiner Nähe haben können. Weißt schon, im Bett meine ich. Und ich habe extra Bier für ihn in den Kühlschrank gestellt. Lautlos war er auf einmal da, der Mann. Ja, komm mal her. Pass bloß auf. Ich hau dir noch mal eine rein. Ich hab kein Mitleid mit dir, bloß weil du ein Krüppel bist. Ich bin kein Krüppel, ich bin blind. Du träumst, Vogel. Was wolltest du von Silvia? Warum sie? Halt die Klappe, Vogel. Die Silvi, die kann tanzen. Tanzen ist Zauberei. Wenn ich tanze, schaut's aus wie beim Affen, war immer schon so. Ich der Aff, Henning der Gigolo. Der hat's drauf gehabt. Schon als Kind. Und die Silvi hat's auch drauf. Ich hab die live gesehen in der Gleiswirtschaft vorne im Saal. Bauchtanz. Sie hat ja praktisch keinen Bauch, aber wenn sie tanzt, dann tanzt der Bauch, da fallen dir die Augäpfel raus. Du nennst dich wie dein Freund mit dem Hund. Warum, Henning? Halt doch endlich die Klappe, Mann! Nein, ich halt nicht die Klappe. Spinnst du, hä? Glaubst du, ich hab die Pistole hier nur zum Spaß? Na, dann knall mich doch ab. Glaubst du, ich weiß nicht, was ich hier tue? Ja, ich habe verstanden, dass du hier bist, weil du es ernst meinst. Oh. Aber ich will wissen, warum du es ernst meinst. Warum du so viel riskierst. Warum du dein Leben aufs Spiel setzt. Warum du drei Menschen als Geisel nimmst. Jetzt setz dich wieder hin und fang an, mir alles zu erklären. Bis du dein Geld und das Auto bekommst, das dauert noch eine Weile. Und wenn du dir noch ein Bier holst, bring mir bitte eins mit. Ich glaub, du... Sag mal, bin ich hier der Oberkellner, oder was? Was bist du denn für einer? Okay. Und... Erste Frage. Von diesem Moment an hoffte ich, ich könnte diese Nacht auf meine Weise zu Ende bringen. Der Wagen ist auf dem Weg. Wenn er vor dem Haus steht und der Geiselnehmer ihn sehen kann, wird gestürmt. Warte auf Nachrichten von Jonas.
Vielleicht hat er die Situation unter Kontrolle und wir können den Einsatz vermeiden. Ich fürchte nicht, Max. Stimmenentblößung nannte mein Vater den Moment, wenn er auf dem Weg einer unscheinbaren Vernehmung Zeugen oder Verdächtige zum Aussprechen einer Wahrheit gezwungen hatte. Wobei diese dann glaubten, sie wären von sich aus so weit gekommen. Mehr als je zuvor hoffte ich in jener Nacht, dass seine Taktik auch unter einer so extremen Bedingung funktionierte. Zumindest so weit, dass keine Schüsse fallen mussten. Sollten wir nicht endlich den Hund vom Haus wegholen? Den bewegt ja niemand weg. Roderich ist noch sturer als mein Vater. Wie ist dein richtiger Name? Das ist deine erste Frage? Julius. Wie alt bist du? Ich schätze dich auf Anfang, Mitte 30. Haut hin. Warum hing dein Freund Henning weniger am Leben als du? Als ich? Der hing, ja, aber nicht am Leben. Er hat sich erhängt. Wie alt war er? Zu jung natürlich, blöde Frage. Jünger als 18? Ja. Jünger als 16? Ja. Jünger als 15? Wo war Linda an dem Tag? Was? Woher weißt du das mit Linda? Du hast von ihr erzählt. Die ist in den See gelaufen. Reingesprungen, rausgeschwommen. Aber sie wurde gerettet. Vom Bootsverleiher. Aha. Weil Henning nicht mehr zurückkam, wollte sie nicht mehr leben. Sie hat gespürt, was passiert ist. Hat einfach nichts mehr gefressen. Hennings Eltern haben sie dann eingeschläfert. So sind die. Ich hätte ihn genommen, den Hund. Meine Mutter hätte nichts dagegen gehabt. Vielleicht wäre er sogar gut für sie gewesen. Warum? Halt die Klappe. Was hast du vermutet, wo dein Freund sein könnte? Ich hab nicht mal gewusst, dass er weg ist. Hab ich erst am nächsten Tag erfahren. Das musst du dir mal vorstellen. Am nächsten Tag höre ich, dass der Henning weg ist. Die ganze Nacht war er schon weg und mich hat niemand geweckt. Warum nicht? Wenn ein Junge von 12 oder 13 Jahren verschwindet... Er war 12. Wenn ein Junge von 12 Jahren verschwindet, dann ist die Polizei in Großeinsatz. Den hat doch niemand vermisst, du Depp. Seine Eltern haben meine Mutter angerufen und die hat denen gesagt, er ist nicht bei uns und das war's dann. Das war das ganze Vermissen. Was dachtest du, wo er sein könnte, Julius? Ich heiße Henning. Halt die Klappe. Schön ist das. Spiel bitte immer weiter, Katrin. Okay. Tadellose Lebensführung. Wer, ich? Nee, die Mörder meiner Eltern hatten eine tadellose Lebensführung. Das meinten die Richter. Du hast sofort gewusst, dass etwas Schlimmes passiert ist. Darauf kannst du deine Augen verwetten. Die verwette ich nicht. Hast du dich auf die Suche gemacht? Ja. Du hast die Schule geschwänzt? Ja. Aber konntest ihn nicht finden? Nein. Du hast deine ganze Kindheit mit Henning verbracht. Gab's keine Hinweise auf das, was dann geschah? Du Depp! Hau doch ab! Hinweise! Du bist meine Geisel. Ist mir egal, ob du ein Bulle bist oder ein Kindergärtner. Ich will das Auto und das Geld und dann ab. Hinweise! Da sind keine gewesen, du Depp! Hast du das verstanden? Bling, plong! Wir haben jeden Morgen auf den Bus gewartet und der Henning war immer der Letzte und der Müdeste. So müd wie der war niemand sonst von uns. Alles normal. Abgesehen von den Gedichten, die er geschrieben hat, schon mit 10. Gedichte sind für mich unverstehbar, aber die waren ja auch nicht für mich bestimmt. Meistens für die Lena Annie. Glaubst du, der ist wegen der Lena Annie weggegangen? Glaubst du das? Ne? Denk doch mal nach. Seine Eltern wollten die nicht. Sein Vater war Filialleiter einer Bank. Seine Mutter nur Hausfrau, nichts Besonderes. Okay, pling, plong. Aber die Annie war denen zu niedrig. Zu niedrig, unten, verstehst du? Tochter aus der Unterschicht. Und der Henning hat doch Mozart gespielt, Beethoven, die alle am Klavier. Pling, 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 plong. War Vorgabe, gutes Elternhaus, wie früher. Der Bub soll was Besseres sein. Lesbare Handschrift, sehr lesbar war die, praktisch wie gedruckt.
In der Grundschule haben wir Tischtennis gespielt. Henning war besser als ich und dabei hat er genauso schlecht trainiert wie ich. Er war halt ein Talent. Er war halt ein Talent. Der war gar kein Talent. Der hat bloß besser gespielt als ich. Ping-Pong. Ach, du haust drauf und fertig ist der Punkt. Ich habe Tischtennis gespielt wegen dem Henning. Bei mir zu Hause war nichts los den ganzen Tag. Meine Mutter hat gekellnert in der alten Post. Mein Vater auswärts, ist dann weggezogen. Servus. Geweint hat meine Mutter wegen dem nicht. Ich auch nicht. Jetzt erklär mir mal was, Funke. Warum hat die Mutter vom Henning ihrem Sohn immer helle Sachen angezogen? Hm? So? Ich weiß es nicht, Henning. Ich heiß Julius. Ich weiß es auch nicht. Und der Henning hat es auch nicht gewusst. Vielleicht wollte sie ihn schikanieren. Glaubst du das? Warum hätte sie das tun sollen? Na, weil sie so wollte. Die wollte das so. Die hat gedacht, so wird der Bub was Besseres. Und er hat sich nicht gewehrt? Nein. Nie? Nein. All die Jahre nicht? Nein. Hast du mit seiner Mutter mal gesprochen? Das hätte nichts genützt. Mit der konnte man nicht reden. Henning hat es mal versucht, lächerlich. Die haben ihm diesen Namen verpasst. Henning. Henning Steiner. Ja, da geht's ja wohl nicht. Ich schwitzte. Ich musste aufpassen, die Wendungen nicht zu verpassen. Die Momente, in denen Julius bei aller scheinbaren Offenheit etwas verbarg. Noch nie hatte ich eine Entblößungsvernehmung ohne Notizbuch oder Protokollantin durchgeführt. Ich hörte, wie Julius sich immer wieder am Bauch kratzte. Gleichzeitig horchte ich zum Fenster. Die ersten Vögel fingen an zu singen, sonst war es still. Ich wusste, was passierte. Die Scharfschützen gingen in Stellung. Keine Bullen mehr da. Wo ist mein Auto? Da steht's ja! Wieso rufen die nicht an? Okay, ich muss jetzt was machen, damit die anrufen. Die melden sich, wenn das Geld da ist. Das dauert noch. Das weißt du doch. Ich muss was machen und ich mache jetzt was. Julius, schau mal, was ich jetzt mache. Du? Oh, ist nur der Spiegel. Und jetzt schau, was passiert. Wie ich wieder recht hab. Los, du gehst dran. Steh auf und folge dem Bimmeln. Endres hier. Jonas! Wer hat geschossen? Der Wagen ist da, das Geld ist auf dem Weg. Bitte? Was meinst du damit? Er ist mitten im Erzählen. Das MEK... Lass mich mit ihm sprechen. Hier ist der Max. Papa! Was ist los? Papa! Aber her damit, her damit! Hey! Nix, Papa! Wir kommen gleich raus und der Blinde fährt mit! Ende! Du hast Nerven, Vogel! Du auch! Was war mit der Annie? Die Annie. Die Annie mit den großen Ohren. Die hatte saubere Löffel, Riesendinger. Trotzdem war sie eine Erscheinung. Blond geschneckelte Haare, Augen noch blauer als deine. Und ein Lachen hatte die. Das war schon fast überirdisch. Die hätte Eintritt nehmen können für das Lachen. Sogar meine Mutter hat lächeln müssen, wenn sie das Lachen gehört hat. Und die hat selten gelächelt, in der schweren Zeit nie. Wenn es wieder dunkel wurde um sie herum. Ich nahm mir vor, die Bemerkung über seine Mutter nicht zu vergessen. Und fragte mich gleichzeitig, wie ich mir das zwischen all den anderen Aussagen merken sollte. Am 20. Juni hat er mir wieder ein Gedicht für die Anni vorgelesen. Am Ufer vom Regsee, wo wir immer zum Schwimmen hingingen. Die Anni mochte ihn nicht mehr. Sie wollte nämlich nicht mehr heimlich Händchen halten und sich verstecken, weil der Henning sich fürchtete, jemand könnte ihn sehen mit ihr und alles seinen Eltern erzählen, die dann wieder ausgerastet wären. War ja Mittelalter bei denen zu Hause. 20. Juni? Das Datum hast du dir bis heute gemerkt? Dann glaubst du, ich hab Alzheimer?
War gestern! Heute ist der 21. Juni. Vor 20 Jahren war das. Und heute... Gestern vor 20 Jahren... Du siehst blass aus. Schaffst du es noch? Ich brauch dich noch. Ich muss mich setzen. Mann. The couch is yours. Ich musste damit rechnen, dass das Einsatzkommando stürmt. Mit Tränengas, auch Granaten. Von der Couch aus konnte ich mich schneller in Sicherheit bringen. Aber ich hoffe, Sie würden es nicht tun. Danke. Am 21. Juni wurde dein Freund tot aufgefunden. Wer hat ihn gefunden, Julius? Ein Flamingo. Ein Flamingo! Mann, der wacht also auf, stolziert durch seinen Teich und schaut zum Baum hoch. Und ey, rat mal, was das für ein Baum war. Rat. Los. Ein Aura. Du Depp! Eine Linde war das. Er hat sich in der Linde aufgehängt. Ganz oben in der Linde vom Tierpark Hellerbrunn, direkt neben den Flamingos. Die sind ganz bleich geworden vor Schreck. Einen Tag lang waren die nicht mehr rosa, sondern käseweiß. Die Leute haben gedacht, ein Wunder ist geschehen. War aber kein Wunder. Los, rutsch mal ein Stück. Und wie ist er da reingekommen, ha? In der Nacht? In den Zoo? Na los, sprich, Kriminalist! Ich weiß es nicht. Die Beerdigung war super. Die halbe Kleinstadt lungerte am Grab rum. Die Mutter vom Henning heulte. Ob der Vater heulte, habe ich vergessen. Auf jeden Fall großes Heulen. Hast du auch geweint? Du Depp! Wenn ich jetzt abdrück, dann weinst du Wetten? Wetten? Hast du das Gedicht noch? Das Gedicht, das Henning für Annie geschrieben hat? Halt doch die Klappe! Ich möchte jetzt gehen. Wo willst du hin? Ich muss hier mit dir warten, bis mein Bruder vom Einsatzort anruft. Ich möchte zum Haus zurück. Ich will dabei sein, wenn der Mann rauskommt. Ich will ihm noch mal ins Gesicht sehen, bei Tageslicht. Das ist keine gute Idee, Sylvie. Meine Eltern waren noch nicht alt, weißt du. Mein Vater war 52, meine Mama 49. Sie konnten nichts tun. Im Schlaf von den Mördern überrascht, wie ich. Und ich habe auch nichts getan. Ich will den Mann noch mal sehen. Das muss sein. Du, wenn ich eine neue Wohnung habe, dann lade ich dich ein und dann koche ich was für uns. Okay. Dann komm. Was? Ob ich es in meine Handtasche hingelegt? Vermächtnis deines Freundes. Du hast es 20 Jahre lang aufbewahrt. Sei halt endlich mal still. Das ist die verbotene Anlage. Weil du so tanzen kannst, als wäre da überall Musik. Jetzt gehe ich weg. Komm nicht wieder. Bin nicht mehr brav und still. Und hier, Anja. Schläfst dir nicht mehr, aber ich will dir trotzdem. Als wir mal im Zoo waren, der Julius und ich, hat er gemeint, dass ich früher wahrscheinlich mal ein Flamingo war. So rumstehen wie auf Stelzen, so eine rote Haut hat. Mach's gut, Anni. Du wirst bestimmt ein Arsch. Hast du später mit Hennings Eltern gesprochen? Was denkst du denn?
Hab ihn gefragt, wieso er seinen Sohn gezwungen hat, sich in die Linde zu hängen. Hat ihm nicht gefallen, die Frage. Er steht oben im Treppenhaus. Ich unten. Er im Anzug, dunkle Krawatte, Haare gegelt. Der Herr Filialleiter höchstpersönlich. Macht er einen Schritt von der Tür weg und sagt, hau ab, du kleines Arschloch. So ein Wortschatz hat er auf Lager. Hau ab, du kleines Arschloch. Verstehst du, Vogel? Ich war immer ein Arschloch für den. Eine nichtsnutzige Person. Dann steht auf einmal Hennings Mutter in der Tür. Bleichengesicht, komplett verschmiert von der ganzen Heulerei. Sie hat einen Schluck auf, kriegt praktisch keine Luft mehr. Sie schaut mich an, bringt erstmal kein Wort raus. Ich stand bloß da. Und dann sagt sie zu mir, er war so ein lieber und kluger Junge. Fand ich interessant, den Satz. Er war so ein lieber und kluger Junge. Und dann sagt sie noch, warum hat er das getan, Juli? Ich habe ihr verboten, mich Juli zu nennen. Nicht mal Henning durfte mich so nennen. Er hat sich dran gehalten. Die kannten den gar nicht. Der war denen total fremd. Die dachten, Henning wäre ihr Sohn. War er nicht. Glaube ich nicht. Der war niemands Sohn. In einem früheren Leben ist er vielleicht der Sohn von einem Flamingo gewesen. Und für mich gibt's nur noch ein nächstes Leben. Los! Abflug, Vogel! Komm jetzt! Los! Aus der unwirklichen Welt des Gasthauses mit seinen Nachtgestalten trat ich in eine noch unwirklichere Welt auf dem Vorplatz. Etwas Besseres konnte mir nicht passieren, dachte ich. An der Steinmauer über dem U-Bahn-Schacht hockten zwei Stadtstreicher auf dem Boden und winkten mir zu. Ich winkte zurück. Dann tauchte auch noch der aufdringliche Kellner aus dem Torfall auf. Hatte Feierabend oder Feiermorgen. Jedenfalls roch sein Rasierwasser unerträglich. Hallo. Farblich ist gar kein Ausdruck. Übrigens, ich heiße Arthur. Ilse. Grüß dich, Ilse. Duzen wir uns schon? Oh, Verzeihung. Sind Sie Geheimagent? Ja? Ja, wegen dem Trenchcoat und dem Hut. Wegen Ihrem Blick. Aha, ja. Und Sie? Was arbeiten Sie? Ich arbeite für die Polizei. Wirklich? Ja. Wirklich, er ist kaum was. Aha. Du sollst die Tür aufmachen! Vorher versprichst du mir, dass du dich bei Silvia Klages entschuldigst für das, was du ihr angetan hast. Bist du taubblinder, Mann? Ich hab dir gar nichts getan! Mach jetzt die Tür auf oder ich schieß dir ins Bein. Ja, ist ja schon gut. Los jetzt. Aufschließen. Komm, schneller. Los, 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 geh jetzt, geh raus, komm. Auf den Bauch. Los, Beine rein. Gas durch. Komm, lassen. Roderich. Oh. Du hast die ganze Nacht auf mich gewartet. Der Hund hatte sich tatsächlich die ganze Nacht nicht von seinem Platz an der Hausmauer wegbewegt. Mein Vater streichelte seinen Kopf, als wäre nichts gewesen. Er machte einen erschöpften, angespannten Eindruck, aber er wollte es sich nicht anmerken lassen. Wie immer. Wie seit jeher. Servus, Maxl. Hallo. Papa. Wie geht's dir? Gut. Aha. Wo ist er? Wo ist Julius? Ludger spricht mit ihm. Übrigens, Silvia Klages ist auch da. Was? Katrin konnte sie nicht davon abhalten, nochmal herzukommen. Das ist gut, hol sie her.
Julius hat ja etwas zu sagen. Ich war übermächtig. Das Adrenalin lief mir schon zu den Ohren raus. Ich wollte endlich weg hier. Also holte ich Sylvia. Sie drückte ihre Handtasche an sich und zitterte. Einer der vermummten MEK-Männer stand neben Julius, dessen Hände auf dem Rücken gefesselt waren. Guten Morgen. Sein Gesicht war schweißnass. Er blutete am Kinn. Entschuldige dich bei ihr, Julius. Das ist das Einzige, was du noch tun kannst. Er öffnete den Mund, als wollte er etwas sagen. Er starrte Sylvia an. Er bewegte den Oberkörper vor und zurück, gab eigenartige Laute von sich. Entschuldige dich bei Sylvia. Sylvia griff in ihre rote Handtasche, holte ein silbernes Schnappmesser heraus. Ich spürte sie, Julius, zusammen, sagte. Dann zog sie das Messer aus seinem Körper und warf es wie einen lästigen Gegenstand weg. Tadellose Lebensführung. Ich reagierte viel zu spät. Wir alle reagierten zu spät. Sie hat ihn erstochen, Papa. Ist deine Mutter auch in der Nähe, Maxi? Obwohl er voller Sorge über meine Mutter war, die immer noch nicht nach Hause gekommen war, wollte mein Vater mit der Mutter des getöteten Julius Fest persönlich sprechen. Und allein. Wie will er denn die richtige Klingel finden? Mein Chef, Ludger Endres, hatte es genehmigt. Die Todesnachricht hatten bereits zwei Kollegen von der Streife der Mutter überbracht. Er hat die Frau vorher angerufen. Er macht sich Vorwürfe, weil er Silvias Tat nicht verhindern konnte. Also wartete ich mit Yvonne Pabst im Auto. Während mein Vater zu dem achtstöckigen Haus mit den Betonbalkonen ging, begleitet von Roderich. Wir alle haben sie nicht verhindert, Yvonne. Als ich im sechsten Stock den Aufzug verließ, hörte ich Julius' Stimme wieder. Sein Keuchen, sein Schreien, sein Ringen um den einen Satz, der alles erklärte. Seine Entscheidungen und Verfehlungen, seine Ahnungslosigkeit und Ohnmacht angesichts des Selbstmordes eines besten Freundes. Er hatte sich nackt geredet. Und dann war er von einer Frau erstochen worden, die er, ohne es zu wollen, durch seinen Einbruch an Hennings 20. Todestag das letzte Gran Zuversicht geraubt hatte. Und sie so zu einer ebenso fatalen Tat verleitete. Das kann nicht sein. Er ist doch kein Einbrecher. Julius wollte gestern zu mir zum Essen kommen. Gestern war ein besonderer Tag. Der 20. Todestag von Henning Steiner. Davon wissen Sie? Julius hat mir alles erzählt. Warum ist er bei der Frau eingebrochen? Er wollte, dass sie für ihn tanzt. So wie Annelena für seinen Freund Henning getanzt hat. Für ihn war alles immer da. Jedes Jahr, jeden Tag. Deswegen war er so allein. Am Tag, als er von Hennings Tod erfuhr, hat er zu mir gesagt, er wird sich auch eines Tages aufhängen. Von da an habe ich nur noch Angst gehabt. Er dachte, es ist, weil ich niemanden habe. Weil sein Vater weggegangen ist und uns allein gelassen hat. Julius dachte, ich wäre traurig wegen mir. Aber ich war immer nur traurig wegen ihm. Mein Leben lang. Ach, Julius. Er hat sich nicht erhängt, wie der Henning. So mutig sind wir nicht, wir Fests. Wir hauen ab oder kapseln uns ein. Henning hat den Schritt getan und er war erst 12. Seine Eltern haben mich damals 100 Mal gefragt, warum er das getan hat. Warum? Warum haben sie gefragt? Warum? Warum? Könnte ich bitte ein Glas Wasser haben? Ja, ja. Ich bin so froh, dass Sie mich nicht sehen können. Frau Fels? Was machen Sie, Frau Fels? Los! Geh weg, du! Geh weg!
Lass du mich raus! Sie bleiben hier! Kommen Sie! Nein, nein, nein! Nein. Ah, 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 ah. Warum haben Sie das gemacht? Ich will doch nicht mehr leben! Und du? Ich hab deinen Namen vergessen. Roderich. Möchten Sie, dass wir Julius' Vater benachrichtigen? Den interessiert das nicht. Ich bin aus Versehen schwanger geworden. Am Anfang hat er geglaubt, er findet noch zu seinem Sohn, aber es war klar, dass er nie zu ihm finden würde. War ganz klar. Ist auch egal. Egal. Sie hat ihrem Sohn ihr ganzes Alleinsein vererbt. Sind Sie verheiratet, dachte ich. Herr Vogel? Ja. Sie glücklicher. Mama, wo warst du denn die ganze Nacht? Geiselnahme beendet? Wo warst du die ganze Nacht, Esther? Und du? Du bist krank, Jonas. Ja, ich bin blind. Du bist krank, weil du nicht akzeptieren willst, dass du krank bist. Euer Vater denkt, er ist ein polizeilicher Mensch. Aber in Wahrheit ist er ein schwerbehinderter Mensch. Du siehst fürchterlich aus, Mama. Lass uns nach Hause gehen, ja? Komm. Ohne dich kann ich nicht gehen. Und wie du das kannst. Komm. Du gehst einfach weiter. Aber ich bin zum Stillstand gekommen. Ich kann die Augen nicht verschließen vor dem, was passiert ist. Ich kann es einfach nicht. Sieh mich an. Verschließe ich die Augen vor dem, was passiert ist? Wer tötet, handelt. Von Friedrich Arni. Die Rollen und ihre Darsteller: Jonas Vogel, Walter Renneisen. Julius Fest, Mehmet Medich-Hilmers. Silvia Klages, Lilia Lena. Max Vogel, Roman Knieschka. Esther Vogel, Hele Darius. Katrin Vogel, Daniela Bette. In weiteren Rollen Nicole Bogut, Therese Dürrenberger, Jan-Gregor Kremp, Georg Marin und Patrick Mölleken. Technische Realisation Rike Wiebelitz und Antje Barthold. Regieassistenz Fari Sarimese. Regie Thomas Leutzbach. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2011. Dramaturgie und Redaktion Georg Büren.